Hallöchen Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Monster Sanctuary. Weiter geht's hier in diesem wunderschönen Blobwald. Drei Wandler, gegen die müssen wir kämpfen. Die werden wir natürlich easy peasy zerschnetzeln, ist ja klar. Da würde ich tatsächlich lieber mal auf den Dingensen gehen. Auf seine Schwerkraft. Weil die halt mehr Damage haben. Boom, boom. Ja, da Damage. Die ganzen Treffer. Ah, herrlich. So, da sind wir auf jeden Fall gleich ein Level up, ne? Wird nicht mehr lange dauern. Hier haben wir super viel Wasser. Schauen wir noch mal ein bisschen herum. Die Strömung juckt mich nicht mehr. Ein Schubstein. Ach, siehst du, haben wir... Haben wir den geschubt? Ja, eigentlich schon. Ja, haben wir. Lava ist auch geschubt. Machen wir auch. Okay, alles ist geschubt. Massengegengift. Nice. Sehr schön. Zwei Leinen. Na, das war noch ein schöner Raum, muss ich sagen. Gefiel mir. Die mich schöne Belohnung mitgenommen. Gefällt mir. Ah, ist das ärgerlich. Ah, ist das doof, wenn man so weit runterfällt. Schon den gleichen Fehler gemacht. Uff. Jetzt habe ich es auch richtig ge... Ich hasse dieses Spiel. Ah, es ist widerlich. Dass ich zu dumm zum Springen bin. Okay, die Dinger halten dann gar nicht auf, diese Tropfen. Bandana plus 5. Haben wir das? Jetzt ist rechts der Raum offen. Haben wir das nicht auf ihm drauf? Nee. Okay, kein Bandana. Habe ich hier gerade gesehen, dass er noch was auf Null hat? Nee. Okay, hab mich verguckt. Sehr gut, hab mich verguckt. Hui. Einmal straight nach unten. Schönes Areal auf jeden Fall. Ist ein echt nice Bonus-Stage. Ist nicht verpflichtend. Aber bringt dann doch noch ziemlich ein bisschen was an Stuff. Hm. Hallöchen. Oh, wir haben wieder Rüstung gebrochen. Piu. Gold und der Pilzkeks. Und gleich haben wir die Information, was passiert, wenn wir in der Max-Level reichen. Okay. Let's go! Der Blobkönig. Den möchte ich gerne fangen. Aber es wird nicht funktionieren, weil wir nicht stark genug sind, höchstwahrscheinlich. Aber wir gucken. 6x7. Regeneration kanalisieren. Ja, ist wichtig, ja. Regeneration ist wichtig. Alter, wie viel Schaden hat er gerade bekommen? Und warum kann er so viel sich heilen? Das ist ja ekelhaft. Das ist ja räudig. Das müsste er nochmal. Kann ich nochmal machen? Ah, musste gerade niesen. Ist ja widerlich. Klauen wir ihm die Buffs, ja, ne? Weg damit.
Ich könnte ihm nochmal so eine Kralle reinpacken, wegen mehr Frost, ne? Jetzt haben wir zwei Frost-Stacks. Okay, er kriegt aber allein durch Frost so viel Damage. Holy moly. Lass mal bitte mein Ding in Ruhe. Dim, 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 dim. Achso, ich wollte ihm eigentlich die Buffs klauen. Ach Mist, ich bin auch ein Trottel. Oh, Alter. 2.500 Schaden durch Frost? What the fuck? Aua. Au, das tut weh. Genau, dann sauber eine Flamme. Weg damit. Weg mit den ganzen Buffs. Und weiter mit der Kralle. Bam, bam, bam. Alter, dieser Frost macht einfach 7.500. Oh, der klaut die. Oder der macht die weg. Das ist ja widerlich. Das ist ja nicht so hübsch. Dim, dim, dim. Aber hier, das kommt auch weg. Weg damit. Zack, 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 zack. Dafür kommt ein Frostdeck leider nur. Schade. Und er klaut damit mein Frostdeck jedes Mal wieder. Das finde ich ja nicht so in Ordnung. Wir können ja sonst nicht frieren, oder? Na doch, hier hat nur 50% Chance, aber es ist wichtiger, mich jetzt hochzuheilen und den da wegzumachen, den Buff. Verdammt, der hat noch Ausweichen. Okay. Hör auf mit dem Wiederherstellen, Alter, du hässliches Vieh. Blech. Dann lass mal anhaltende Heilung. Ah, Ultimativskills sind schon was Schönes, meine Güte. Zweimal Frost, komm schon. Ah, schade, es sind wieder nur zwei Sterne. Das ist so nervig, die sind so stark, wie soll man die fangen? Bam, 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 bam. Zweimal Frost und weg ist er. Er kriegt einfach 5.600 Schaden. Drei Sterne immerhin. Ach, schade. Plus ein Level-Abzeichen. Sowas hier oder was? Wie bescheuert ist das denn? Ja, oder bescheuert. Gewinn bis 120 bei einem erlittenen Angriff besteht eine 25%ige Chance, dem Angreifer Schwäche Debuff zuzufügen. Oha. Jetzt ist der Ausgang wieder freigeschaltet wahrscheinlich. Schleimhaut. Schwäche. Schwäche war gewesen, was? Weiß ich jetzt leider nicht, aber es sieht interessant aus. Kann ich den mit einer Monsterglocke wiederholen? Nee, aber es geht nicht. Aber ich könnte im Prinzip halt gegen den Dings wieder kämpfen, gegen den Boss. Mhm. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Ja, wir sind durch. Oh, die ganzen... nee, gegen euch will ich nicht kämpfen. Die ganzen Bosse wären bestimmt ganz cool, die zu fangen, oder? Hätte doch bestimmt was. Achso, warte, lass mal kurz upgraden das Ding. Gucken, was es bringt. Oder Traum und die Ocarina verbessern. Bin blind. Da unten. 200. 280. 400. Mhm. Oder mal mehr. 550. %35 Chance. Könnte ich im Prinzip meinem Tank geben. Die Mana-Reg brauche ich tatsächlich nicht so krass, ne? Hoffe ich. Es bringt mir Gesundheit. Kriegt zwar weniger. Ne, das ist aber auch nicht so geil. Ich würde das Zauberbuch ganz gerne tauschen wollen. Frage ist, ob ich dann noch genug habe. Genug Mana, aber ich denke schon.
Krieg 167 Mana, die Welle kostet 220. Das heißt 60 pro Runde zu wenig. Okay. Aber wenn ich hier noch was verbessere, wenn ich das mal auf 5 kriege, ein bisschen Mana direkt dazu. Aber ich finde es schon nicht verkehrt, Schwäche hinzuzufügen. Weil da kriegt er die meisten, das meiste ab, ne? Okay, Monsterarmee schauen. 80.000, 85.000, 87.000, okay. Stimmt, bei 100.000 nächstes Mal, 90.000. Können wir Eier spenden? Haben wir keine, okay. Oh, jetzt haben wir nur noch Primäres. Andere haben wir alles erledigt. Jetzt die Frage, wenn ich mal die Bosse kille, die halt dummerweise mitleveln, was ich halt nicht so schön finde. Haben wir ja trotzdem eine Chance, sie zu bekommen, ne? Der Blobkönig. Lass mich das auf leicht mache. Sind leider trotzdem alle Level 38. Dampfkugel habe ich schon, brauche ich nicht mehr. Mönch habe ich glaube ich auch, ne? Minotaur haben wir auch. Schämen wäre ganz cool, den mal zu haben. Man sollte wahrscheinlich ja wirklich seine Schwäche ausnutzen des Gegners, sonst ist das halt sicherlich nicht so schön. Der ist komischerweise. Okay, der ist anfällig dafür. Hier. Da ging es, okay, wegen physisch, ne? Aber ich kann ihn halt Frost zufügen und Frost ist halt geil. Kannst du bitte mal nachgreifen? Danke sehr. Da hat er Frost bekommen. Geile Sache. Möchte ich tackeln? Könnte ich Eissturm finden und einen Stack Frost? Leider nein, aber ich könnte Wirbel winden. Oder säubernde Flamme. Yo. Let's go. Dreier Frost. Zack, zack, zack. Okay. Die anderen 6 sind nur halb so stark, wie es ja auch immer dasteht. Bräuchte mit ihm wahrscheinlich mal ein bisschen Regeneration, aber es passt schon. Zack, zack, zack. Ist jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen, unser Schaden. Hat schon was. Aber es ist halt auch nur der leichte Ding, ne? Leichte Gegner. Achso, das war natürlich Unsinn. Ich hätte was anderes nutzen sollen. Aber was bringt mir der leichte Gegner? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vielleicht gehen wir jetzt schon down in der Runde. Sollte hinhauen, ne? Sieg! 4 Sterne. Trefferin plus 2 und Schriftrolle plus 1. Aha. Crit-Schaden plus 24. Das ist, glaube ich, neu, oder? Ja, normal sollte ich ja halt gegen die kämpfen. Warum denn überall nur? Hier habe ich nur 2 Sterne gegen den. Aber ich würde halt gerne die Akklut, habe ich schon. Goblin König habe ich jetzt auch schon. Was denkt Elder Jill? Was denkt ihr denn, könnte diese... diese Plattform bringen, Raduga? Der Spinner. Ich habe halt überall 3 Sterne. Das ist jetzt nicht wenig, ne? Hier sind 4. Und was ich noch nicht habe. Raduga habe ich noch nicht. Ich weiß aber nicht, ob ich hiervon die Dings kriege. Die Eier. Anfällig gegen nichts. Greift mit allen Elementen an. Okay. Dann erstmal Ruhm. Regeneration. Wir haben jetzt gar kein Dings genutzt, merke ich gerade. Gar keine ultimativen Fähigkeiten. Aber einmal Frost, okay. Auch er kriegt Frost, geht noch einen Hitzeschimmer und stirbt einfach mal in einer Runde fast. Okay. Säubernde Flamme, wir können ja, wir können seine Buffs entfernen. Sehr schön. Dann krallen wir ihn weiter mal. Mit mehr Frost-Stacks. Ja, mach mal ruhig, Bruder. Ruhig. Spann dich. Und was mit Buffs? Ja, der Wirbelwind. Nee. Oder? Doch. Bam, 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 bam. Zack. Dreimal Frost. Bam, bam, bam. Das wäre jetzt leicht gewesen wieder. Okay.
muss man sich jetzt nicht rühmen, damit einer leichten Bossgegner zu besiegen, ne? Wir tackeln ihn mal. Zumindest für ein paar Bonis. So, über eine Flamme. Das war's gewesen. Er hat halt dreimal Frost drauf, was einfach mega strong ist. 4 Sterne. Sonnenanhänger. Feder plus 3. Aber wir kriegen halt interessante Items, die wir vorher noch nicht hatten. Machen wir erstmal auf normal, oder? Mini Tower. Doch, auf leicht oder auf Meister? Was passiert denn beim Meister? Ich würde die gerne einfach mal alle killen. Darf ich das? Ja, aber. Killen hatte ich noch nicht. Machen wir erstmal leicht. Ohne auf irgendwelche Stats zu achten, einfach mal reinziehen den Gegner. Na, man kann nicht ihn frosten. Rüstungsbruch, sehr böse. Gewitter! Über Bochum! Er macht auch Damage. Mit seinen Feuerklauen. Und ich auch mit meinen Krallen. Dreimal Frost haben wir schon. Bam, bam, bam. Einfach mal 6000 Schaden. Ich würde sagen, du kannst nicht viel machen, ne? Bam, bam, bam. Wir hätten sollen wir eine Flamme machen können. Dann hätte nämlich nicht die Heilung, aber wir kriegen nichts ohne Down. Sind leider wahrscheinlich wieder nur 4 Sterne, was ich sehr schade finde. Und die Säume eine Flamme. 4 oder 5. Menno. Kristallkugel und Rohfell. Okay, das ist jetzt nichts, was ich noch nicht hatte. Elder Gel. Wir machen mal auf normal. Auf normal habe ich sie alle schon besiegt. Raduga. Da habe ich gerade schon gekämpft, na jo. Wichtig, die Regeneration. Let's go. Okay. Die Lebenskanalisierung. Und die Frostfähigkeit. Einmal Frost. 1800 Schaden. Aua. Aua. Tust weh. Wollte ich nur so sagen. Was haben wir hier gehabt? Verlängerung Gesamtteam. Helfer. Ah, ja, wichtig. Wichtig, wichtig. Helfer ist auch ein wichtiger Skill. Eisspeer würde... Ja, let's go. 6 Blutenstacks und 2x Frost. Nicht so geil. Das war nicht so schön. Gut, dass es hier nicht auf Zeit geht. Da krallen wir ihn weg. Rüstungsbruch, 2x Frost leider nur. Puh, hat guten Schaden gemacht. Krallen wir ihm auf jeden Fall erstmal meine, seine Buffs, die wir ihm wegnehmen. Leider hat er Heilung noch behalten, das ist schade. Weil ich die ganz gerne weggemacht hätte. Okay, das wären leider nur 3 Sterne. Das sehe ich leider. Bam, 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 bam. Oh, doch 4. Geht dafür einfach gar nichts? Geht dafür einfach gar nichts. Okay. Kämpfen wir gegen Schemen als Meister. Wurde einfach gleich schon verbrannt. Tja, ich würde ihn gerne erstmal frosten. Und die Rüstung zerbrechen. Autsch. Meiner kompletten Gruppe einen Helfer geben. Und ihn weiter frosten. Jo, der ist stark. Er hat dreimal Frost bekommen, nice.
Dann schauen wir, was wir jetzt machen können. Wirbelwind ist ganz gut gegen ihn. Und hier, welcher Skill ist hier gut gegen ihn? Spektralflamme. Hm. Sturm ist auch in Ordnung. Eishagel auch. Dann let's go, Schwerkraft. Bam, bam! Tut echt Aua, der Gegner. Er hat auch gar keine Buffs, ne? Also ich weiß gar nicht, warum der so... Der ist halt ultra strong. Aber der hat null Buffs. Auf sich selber drauf. Soll vielleicht mehr schmieden, oder? Soll ich mehr schmieden? Mit meinem Drachen? Aber ich finde Wirbel... Oh, der hat keine Mana mehr. Das macht schon gute Attacks, muss man sagen. Bam, bam, bam. Ja, nee, ist okay. Immerhin. Jetzt hat er wieder genug Mark, komischerweise. Baum auf einmal. Ja, reicht das? Ja, ne? Also, nicht schlecht. 3 Sterne zwar nur. Dachte ich mir schon. Warum kriege ich hier keine Belohnung mehr? Weil nur das Dings das höchste zählt, war. Ist ja bescheuert. Warum soll ich da was anderes machen? Dann nehme ich doch nur das hier mit. Brutus. Weißt du, warum soll ich dann woanders machen, wenn ich eh keine Belohnung kriege? What the fuck? Voll hol. Elder Gel. Habe ich halt noch nichts. Aber für die Items brauche ich aber halt auch, ne? Also das ist schon, wäre schon nicht verkehrt, die zu haben. Mal ein paar Bossfights hier, ist ja kein Ding. So, wo ist der. Oh, das tut mir leid, Elder Gel. Aber leider muss ich dich hier hoffentlich mit einer 5er-Kombo killen. Oh, er dingst auch, er altert auch. Ist ja widerlich. Nicht verprügeln. Machen wir das hier noch, damit ihr dann noch einen Helfer kriegt. Und dann kralle ich dich wieder auf. Nice, zweimal Frost. Ne, einmal nur. Er hat sich gerade einen runtergenommen. Oh ja, tatsächlich. Mit Strudel haut er einen ab. Das ist ja unfair. Dann sturm ich ihn mal. Nice. Sehr schön. Und mehr Frost. Los. Bam, 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 bam. Zack. Blasenexplosion. Okay. Er hat dreimal Frost bekommen. Na gut, das war's dann halt. Das war's. Keine Chance mehr in der Gegner. Einfacher Elder Gel. Aber wenn ich halt nur so Dings bekomme, die guten Items, dann bitte sehr. Okay, irgendwas mache ich falsch. Ich muss einfach neue Dings bekommen, ja? Neue Sterne oder wie? Jetzt zählt alle Sterne für das alles zusammen. Dracozul. Haben wir nur 3 Sterne. Azura. 3 Sterne. Wir müssen halt hier einen 4. Stern wohin kriegen, ne? Auf gegen Brutus. Machen wir noch einen Kampf. Let's go. Einen letzten. Dann widmen wir uns wieder anderen Dingen. Den wichtigen. Bam, 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 bam. Ich dachte, er hat gerade 7 mal Frost bekommen. Hehe. Ah ja, stimmt, der war das der mit dem Milliarden-Hits. Ekelhafter. Hier, mach mal deine Skills weg. Schwinde damit. Bam, 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 bam. Ja gut, wenn wir seine Skills wegklauen, dann ist er nicht mehr ganz so stark. Er kriegt leider super viele Schilde, was ich nicht so geil finde. Aber kann man jetzt auch nichts gegen machen. Können wir mal längst alle klauen. Die ganzen Buffs zumindest. Bam, 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 bam. 6400 Schaden durch Frost. Das heißt, nächste Runde ist er down. Wird aber kein 5er-Dings werden, denke ich. Ein 5er Run. 4er ist okay, denke ich. Wird man sehen. Ja, nur wenn wir kritten, na, oder auch noch nicht? Ah, doch, oder? Ja, easy.
Feld plus 5. Naja, man braucht halt wirklich das. Das Bessere. Hier war Hüter, wir können auch noch eine Hüter-Duell machen, why not? Lernt sich heraus. Ich meine, wir haben noch super viele andere Herausforderungen. Ja, mach mal. Machen wir hier noch ein bisschen. Machen wir ein bisschen Turm-Hüter-Krams. Hüter-Turm-Krams. Standhalten. Ich habe gehört, ich muss euch diese ganzen Skills klauen. Wie sieht's denn damit aus? Oh, der ist. Die sind immun. Oh. Bam, 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 bam. Du bist halt Lance ja, ne? Oh, ja, dein Schämen. Rüstungsbruch und Frost über, sehr schön. Oha, oh, verdammt. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich AOE. Ups. Bam, bam. 5 Sterne? Achso, Erfahrung. Skilltrank erhalten, alles klar. Ranger rausfahren. Wir können noch ein bisschen weitermachen. Haben noch ein paar Möglichkeiten. War jetzt noch nicht allzu schwierig. Lawine! Eissturm? Die Frage ist, machen wir Schwerkraft oder das hier oben? Okay, Schwerkraft macht nicht so ein Damage. Alles klar, also machen wir voller Luftansturm. Und noch die Eissperrsalbe. Da ist wieder Shillock. Oder Turtok. Sucht euch aus. Aua, die bluten. Wir bluten! Haben wir einen AOE-Angriff mit ihm? Nee, ne? Leider nein. Wir können die einfach auseinandernehmen. What for ein Damage, Alter. Zwei Dungeon-Erfahrung und wir kriegen einen Schubstein. Champion und Dragoner. Let's go zur Ritter-Herausforderung. Wir gucken nicht auf die Gegner. Wir haben Vertrauen in unser Team. Das wird easy peasy werden. Ich hasse eure Buffs. Ja, starke Gegner auf jeden Fall. Können sie nächste Runde hoffentlich einmal komplett killen, damit keiner andere Buffs kann, andere Waffen kann. Du Mieser. Hätte sich leider vorgestellt. Okay, die buffen sie alle gegen das ist ja widerlich, ey. Jeder einzelne hat Buffs bei denen. Weg damit. Bam bam, bam bam. Piu. Naja, noch nicht tot. Okay. Weil sie nicht gefrostet sind, oder? Leider. Säubern wir ihn mal, obwohl er keine Buffs hat. Arme Sau. Da kommt nur noch ein kleines Glühwürmchen, was hier vorne steht. Mehr ist da nicht mehr. Bam, 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 bam. Ja, war schon mehr eine Herausforderung, muss man sagen.
Dreimal Werkzeugkiste. Dann nehmen wir jetzt noch den Champion mit. Kephoid, Promethan, Oculus, Polterofen, Ornithopter und Brutzelritter. Ne? Also starke Einheiten auf jeden Fall. Aktuelle Einheiten. Erleuchten. Alter, einfach 5 Milliarden Schild. Strange. Wir sind geschockt. Ist ja widerlich. Der hat mehr. Schmeckhaft. Bam! Bam! Okay, so viel Damage macht es jetzt nicht. Wir haben, naja gut, in der Mitte ein bisschen mehr als ein Schild geknackt. Aber ansonsten waren die schon echt mächtig. Aber wenn ich, was ist bei geschockt? Das ist dann zusätzlich 50% Schaden, okay. Was war das denn im Schild? Ja, wir kriegen hier nicht so richtig down, ne? Wir müssen also wieder mal auf eingehen. Dann machen wir es so. Fokus mir wieder ein, wenn es nicht anders geht. Sofern wir tatsächlich überleben sollten. Starke Gegner. Wir kennen den ersten. Dann halt so! Okay, der hat so eine hässliche Phoenix-Skill gehabt. Warum? Ist ja eklig. Okay, wenn wir jetzt ihn kennen, hoffentlich. Yo, easy. So, mal ein bisschen bluten und Frost draufpacken. Da kommt der Brutzelritter. Aua, der klaut uns Buffs. Das ist ja nicht so schön. Kriegen wir noch einen Helfer-Skill dazu? Sehr schön. So, wir haben hier im Fokus und den da, wa? Der klaut nämlich unsere Buffs, glaube ich. Schön alle Runde gekillt. Sehr lecker. Also irgendwann geht es hier nur so ein richtiger fetter Effektkampf, muss man sagen. Ich will jetzt mal die Schwerkraft wieder nutzen, wa? Würde ich sagen. Okay, erstmal das da weg. Und bam, bam! Alter, die haben ja Max Schilde gehabt. Zumindest der Oculus. Holy shit. Warum hat der so viel Schild? Aber ich habe ihn noch bisher nicht angegriffen, ne? Oha. Tja. Vielleicht mal ein bisschen schmieden, jo. Den können wir mal wegratzen. Den da vielleicht? Ah, deren Schild sind so widerlich. Wollten wir einen Spektralwolf kämpfen? Vielleicht schaffen sie es, aber ich weiß nicht. Warum wir verfehlen die ganze Zeit? Ich habe keine Ahnung, wieso. Aua! Warum seid ihr so stark? Warum seid ihr so übermächtig? Und ich krieg dich nicht down. Mann, warum habt ihr so viele Schilde, Mann? What the fuck? Okay, mein Spektrum ist tot. Alter! Ey, wie könnt ihr so viel Schild haben? Was ist los mit euch? Wie sollen wir das down kriegen? Ist ja abartig. Ich glaube leider kein Mana mehr, das ist das Problem, ne? Ein großes Problem ist das. Und wie macht ihr das mit dem Schild? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Inferno. Verbrennen wir die Gegner. Oh Gott, ich habe so verloren. Oh, ich habe verloren, weil die sich einfach nur aufschilden. Ah, das ist krass. Oh, ich habe verloren. Das ist peinlich. Gegen so ein Arschloch.
Ah, gut, können wir vergessen eigentlich. Muss ich aufgeben? Ja. Ach, halt dein Maul. Du Stück Scheiße. Du dämliches Arschloch. Ich kann nichts mehr machen. Das Schild an sich ist ja nicht verkehrt, aber es ist wirklich ein gutes Item für meinen Spektralwolf. Gibt's was Schöneres? Das Fell ist halt auch schon nice, muss man sagen. Das hatte ich gehabt, ne? Dieser Schild, puh. 100% des Mana, das sind halt 366 halt nun, ne? Das ist jetzt nicht so viel. Wir nehmen das Fell mit. Ich bin überzeugt worden. Wie kann ich meine... Rubin brauche ich noch einen. Da würde ich mega viel Damage dazu kriegen. Wäre schon nice. Gut, Leute, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was gemacht, diese Folge. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Wir machen dann weiter. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal, Leute, bei Monster Sanctuary. Ciao, ciao!